Herzlich willkommen zurück, ihr Schunkunden, Freundinnen und Freunde der World of Warcraft. Heute Abend habe ich etwas ganz Kleines, Feuriges für euch. Eine Geschichte, die ich euch gerne zeigen möchte. Wieder unter der Überschrift, kenne die Möglichkeiten. Das ist ja eines unserer schon coolen Mottos, falls ihr euch erinnert. Und ich hatte gestern schon als Dankeschön für die Kanalunterstützer so einen ganz kleinen Hint gegeben, einen ganz kleinen Hinweis. Und zwar Fragezeichen zum Thema Flip-Investitionsmöglichkeit. Es gibt da eine ganz kleine Einschränkung, aber schaut euch doch mal bitte das Dunkelmond-Feuerwasser an. Denn wir haben ja üblicherweise das wiederkehrende Event des Dunkelmond-Jahrmarkts. Und dann ist unter anderem dieses Dunkelmond-Feuerwasser, deswegen heißt das natürlich auch so, eher häufiger gefarmt. Und in den Zeiten dazwischen haben wir gar nicht die Möglichkeit zu sagen, Mensch, ich fahre mir diese Geschichte jetzt nach. Diese Geschichte für alle diejenigen unter euch, die jetzt ein bisschen neuer und frischer dabei sind. Das Dunkelmond-Feuerwasser hat ein sogenanntes Perk, einen ganz kleinen Vorteil. Und zwar trinkt ihr das und habt dann eine Stunde lang die Möglichkeit, Sachen schneller zu sammeln. Es dreht sich im Wesentlichen um die drei Rohstoffe. Leder durch die Kirschnerei, es betrifft den Abbau von Kräutern und es betrifft den Abbau von Erzen. Und für diese drei Rohstoffe, ne, ihr könnt ja zwei Sammelberufe gerne kombinieren, ist das ganz grandios, vor allem beim Nachziehen kleinerer Twinks und kleiner Charaktere, denn das Abbauen von Erzadern und das Pflücken von Blumen bringt Erfahrung. Das Kirschnern von Wildtieren leider nicht, hat sich Blizzard etwas überlegt. Nichtsdestotrotz ist es eine schöne Geschichte, so Walk-by-Experience-Erfahrung, die ich nebenbei mitnehme. Dafür ist das Dunkelmond-Feuerwasser fantastisch. Und wenn wir jetzt mal gemeinsam auf den Kalender schauen, dann stellen wir fest, der letzte Dunkelmond-Jahrmarkt, der endete am 7. November, der ging am 1. los und der nächste ist erst zum Nikolaus am 6. Dezember. Das bedeutet aber, dass wir erst nach dem Start der Schattenlande wieder dieses Event Dunkelmond-Jahrmarkt haben. So, und um das Ganze jetzt in einen Zusammenhang zu bringen für euch, lade ich euch mal ganz kurz ein, die Preiskurven so ein bisschen anzuschauen. Ich habe jetzt die Exemplare schon mal erquellt. Ich sehe schon, ich bin ein bisschen überbelichtet hier jetzt mit dem neuen Rechner. Vielleicht muss ich das ein bisschen drosseln. Ich flash mich hier selbst. Und zwar lasst uns doch mal auf die Preise der Region gucken. Kurze Analyse der letzten drei Monate. Ihr stellt immer hier so ein paar Dellen fest. Ja? Die rote Kurve, die Angebotskurve und die blaue Kurve, die Preiskurve. Und wir haben die üblichen Schnittpunkte. Ne? Angebot und Nachfrage sozusagen kreuzen sich dann und wann. Das findet zyklisch statt. Natürlich immer direkt gekoppelt an dieses Event, an den Jahrmarkt. Und hier stellen wir jetzt fest, nachdem die ganze Geschichte durch war, am 7. November, ne, der Preis sinkt. Was für ein Zufall, ne? Das ist immer so toll, dass man das so wunderbar nachvollziehen kann. Und ihr seht, das Angebot, die Anzahl der eingestellten Dunkelmond-Feuerwässerchen, die zieht entsprechend an. So, wir haben jetzt halt bis zum 6. Dezember. Und hier diesen Regionalpreis, den wir jetzt hier anziehen, den lasst uns doch kurz nochmal Qualität sichern und gegenchecken über die wunderbare Seite des Trade Skill Masters, denn auch das kann man nutzen. Da sind viele vielleicht gar nicht von euch so oft unterwegs, aber ich nutze das ebenfalls gerne mal, um ein bisschen zu plausibilisieren, passt das so zusammen mit dem Anamine Journal, denn zur Erinnerung, das sind unterschiedliche Datensätze. Dadurch kann man so ein bisschen einen kurzen Gegencheck machen und sagen, passt das, ja, oder finde ich hier etwas Korrigierendes, aber in der Tat haben wir hier alle drei Kurven, ja, die Minimum-Buyout-Preise, das sind diejenigen, das ist immer der niedrigste eingestellte Listenpreis, Verkaufspreis im Auktionshaus. Wir haben hier den Durchschnittswert gebündelt und dann haben wir noch den tatsächlichen Verkaufspreis, das ist das Wunderbare am Tradeskill Master, die Grundgesamtheit aller Benutzerinnen und Nutzer, die den TSM Ledger nutzen, die das Accounting nutzen, die loggen, registrieren ja, wann immer sie etwas gekauft oder verkauft haben. Und betrifft es das Dunkelmond-Feuerwasser, haben wir hier einen generierten Verkauf. Ja, man muss ein bisschen qualifizieren, woran liegt das? Es kann zum Beispiel sein, dass Leute die Sachen jetzt einkaufen, dass Leute die Sachen rausdumpen, setzen damit einen Impuls. Ne? Man muss sich immer ganz genau angucken, was passiert dort. Aber wenn wir hier ein, ich sag mal, ähnliches Bild vorfinden, eine ähnliche Mimik, die nämlich zeigt, die Kurve geht nach oben und das ist gut, das ist interessant. Das Schöne ist also, jetzt zum Start in die Schattenlande, ist dieses Item eher interessant, weil gerade das Ressourcensammeln, das schnelle Ressourcensammeln, eine Frage der Effizienz bedeutet. Und Effizienz bedeutet übersetzt, ihr spart über Hunderte und Tausende von Kräutern, Erzen und Ledern,
sehr viele Sekunden, Minuten und nach hinten raus LD dann wahrscheinlich auch Stunden. Und damit ist das ein interessantes Item gerade zu Beginn. Es gibt so eine ganz, ganz kleine Geschichte, die das in Schach hält. Ich danke unter anderem Alex, der auch nochmal gesagt hat, pass auf, Andi. Es gibt da diese wunderbare Verzauberung, die nennt sich Sammeln der Schattenlande. Das ist aber gleich schon die Einschränkung. Ja, Nomen ist Omen, es steckt hier schon drin, denn es bezieht sich auf das Sammeln in den Schattenlanden. Nichtsdestotrotz ist das eine Verzauberung, die nachher massenhaft hergestellt wird. Das heißt, berücksichtigt bitte, dass das Dunkelmond Feuerwasser hier ein zeitlicher Buff ist. Das ist eine dauerhafte Verzauberung. Im Rahmen des Wechsels der Handschuhe müsste ich die Verzauberung wieder raufmachen, aber ansonsten ist das quasi ein dauerhafter Zustand. Es ist permanent. Das Dunkelmond Feuerwasser, das wirkt nur temporär, aber es wirkt außerhalb der Schattenlande. Das heißt, es ist immer dann interessant, wenn die Charaktere nachzieht und in die Schattenlande bringen wollt oder ihr seid außerhalb der Schattenlande, wenn ich heute, dann morgen oder übermorgen vielleicht mal unterwegs zum Farmen. Daher kenne die Möglichkeiten und damit zitiere ich jetzt nochmal, was ich hier auch illustriert habe. Es ist hier kein Kaufbefehl und kein Kaufauftrag. Es geht nur darum, mal zu schauen, denn ich stelle fest, dass auf einigen Servern die Preise anziehen und wenn die Sachen rausgekauft werden, gerade die Platzhalter, die man vielleicht für den doppelten Marktwert der eigenen Ökonomie eingestellt hat, dann heißt das aufgemerkt und ein wenig aufpassen, denn, und damit kommen wir jetzt auch gleich hier zum Schluss, wenn wir uns jetzt mal die Server angucken und so ein bisschen so den Medianpreis, den lassen wir uns auch nochmal checken, den mittleren Preis, ihr wisst, ich bin großer Fan des Medianpreises, 136 Gold als Mittelwert in Ordnung. Ihr seht, wir haben eine ganze Menge Server, da zieht das gerade an und bis zum 6. Dezember können hier noch diejenigen korrigierend eingreifen, die diese Sachen in der Gildenbank haben bzw. in ihrer Bank gelagert haben. Das war schon. Darauf wollte ich euch hinweisen. Kennt ihr die Möglichkeiten? Habt einfach das Dunkelmond Feuerwasser im Blick. Der Vorteil ist, ihr könnt es für euch nutzen. Wenn ihr das jetzt nicht unbedingt als Flip benutzt oder kauft günstige Sachen, die ihr gedumpt findet, raus, weil das Unwissen ist oder Leute wollen den Kram loswerden. Ja, es gibt vielleicht das ein oder andere Multiboxing-Team, was diese Sachen abstößt, weil die sagen, okay, das lohnt sich für mich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr so aktiv unterwegs und fahre mit so vielen Chars. Außerhalb der Schattenlande ist das nach wie vor höchst interessant. Ich habe da mein Auge drauf. Denkt an die Sammelverzauberung in den Schattenlanden, dass man sich da nicht ins Gehege kommt. Ne? Das steht in direkter Konkurrenz. Aber habt die Augen offen. Gedammtes Dunkelmond Feuerwasser, nur damit ihr mal so einen Wert gehört habt, alles was ich so für 50, 60 Gold finde, da kaufe ich ein paar, um nicht zu sagen dutzendfach raus, denn ich finde nach wie vor diese Möglichkeit, eine Stunde schnell zu sammeln und zwar überall in der World of Warcraft in Azeroth, finde ich fantastisch. Das war schon, schon cool, Siddharth, schon cool, dass ihr wiederkommt. Besucht uns gerne in unserer schon coolen Discord-Community, ihr Link ist wieder in der Videobeschreibung und in unserem Kanal verlinkt. Ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Es gibt noch ein bisschen was zu tun. Die Schattenlande rücken näher. Und schnelles Ressourcen sammeln ist angesagt. Bis dann. Tschüss.